Hallo liebe Vitalisten, ich bin's wieder Mario. Heute habe ich euch den Andrea mitgebracht und einen tollen neuen Trainingsinhalt, der vielleicht gar nicht mehr für den einen oder anderen so neu ist. Training mit Besenstiel. Ja, tatsächlich Besenstiel. Stab hat jeder zu Hause, es muss jetzt nicht aus Holz sein, irgendwas Längliches. Oder als Alternative, wenn du merkst, dass gerade diese Stabilität vom Stab in manchen Gelenken eben für Schwierigkeiten sorgt, nimm dir ein Handtuch, nimm dir eine Schnur, irgendetwas, was eben ein wenig nachübt. Die heutigen Übungen lassen sich natürlich auch mit so einem Handtuch oder mit so einer Schnur machen. Wir zeigen sie heute mit dem Stab vor. Das Wichtigste einer jeden Trainingseinheit ist natürlich die Erwärmung und mit der beginnen wir. Wir bereiten deine Gelenke vor. Wir beginnen mit Handgelenken, Ellbogen und Schultern. Du greifst den Stab relativ breit, gern breiter als deine eigene Schulter ist. Dein Stand ist bewusst und aktiv, lass deine Schultern auf und beginn langsam und kontrolliert den Stab auf Höhe Brustkorb, Schulterhöhe zu heben. Bring wieder runter und hebe wieder hoch. Das alles zunächst in sehr angenehmen, lockeren Tempo. Worum es hierbei geht, ist natürlich an den Stab heben, aber auch um deine Schulterposition. Bleib stets aufrecht bei den Schultern geöffnet. Wenn du merkst, dass es jetzt mit den Wiederholungen schon besser geht, heb ruhig die Arme mal ein wenig höher. Bewegung für Bewegung ein Stück höher. Je nachdem, wo du merkst, dass es sich gut anfühlt und vor allem diesen aufrechten Oberkörper wahrnehmen kannst. Brust raus, Bauch fest, aktiver Stand. Super. So, die nächste Wiederholung endet mal über deinem Kopf. Bleib kurz mal über den Kopf mit den Händen und dem Stab. Und versuch hier nochmal bewusst deine Schulterblätter nach unten zu nehmen. Deine Schulterblätter bleiben unten, die Arme sinken wieder. Und mit tiefen Schulterblättern nochmal deine Arme hoch. Ganz tief lassen die Schultern, denken die Bauchspannung. Sehr gut. Und noch einmal hoch damit. Dann bleibst du oben. Oben angekommen. Fühle weiterhin die kontrollierten Schultern, den stolzen Oberkörper und versuch mit den Händen, mit den Armen und dem Stab ein klein wenig hinter deinen Körper zu wandern. Nur so weit, wie es sich angenehm anfühlt und du eine gewisse Dehnung auch im Bereich Brust- und Schultermuskulatur merken kannst. Bleib für einen Moment hier und wir kehren nochmal zurück nach ganz unten. Den Stab greifst du jetzt gerne nochmal ein wenig weiter als gerade eben schon. Je nachdem, wie lang der Stab ist, hängt davon vom Stab und von dir ab. Okay. Tiefe Schultern, Arm nochmal hoch. Und jetzt versuchst du mit deinem Arm, mit dem Stab, so weit du nach hinten kommst, nach hinten zu gehen. Denk dabei immer an die stolze Oberkörperposition. Wir wollen nur öffnen, du musst das Gelenk vorbereiten. Sehr gut. Oh. Ah, vielleicht schummel ich auch. Der Unterschied tatsächlich liegt schlicht darin, dass je weiter du greifst, umso weiter kommst du auch mit dem Arm nach hinten. Ja, mit einem sehr schmalen Griff im Vergleich zu einem sehr, sehr weiten Griff geht es relativ weit nach hinten. Gut, genug geöffnet. Arm senken, starten nach unten. Selbes Spiel. Wir wollen auch nochmal Brustmuskulatur, Schultern ein wenig erwärmen. Greif gut schulterbreit und heb den Stab vorne seitlich hoch. Vorsicht, bleib mit den Ellenbogen über den Händen und mit geraden Handgelenken in der Endposition. Dann geht wieder runter und wieder hoch. Auch das nur als Bewegung, noch gar nicht so sehr als Belastung. Wir wollen nur die Schulter in möglichst viele Richtungen bewegen. Deswegen werden wir es auch gleich nochmal Überkopf durchführen. Wie du dahin kommst, haben wir gerade schon durchgearbeitet. Mit den stolzen Schultern, den Armen, Überkopf. Du greifst bitte so breit, dass es dir gut gelingt, die Arme zu senken und den Stab vor deiner Nasenspitze zum Halten zu bringen. Oder geht es wieder hoch
Und das immer mit tiefen Schultern. Wieder bis zur Nasenspitze. Denk an deine Bauchspannung. Und wieder hoch. Natürlich liegt es dir frei, die Wiederholungszahl zu erhöhen oder auch das Tempo noch zu variieren, dass man sagt, du gehst schnell hoch, langsam herunter. Für jetzt gerade, für die Vorbereitung, soll es vollkommen genügen, ein ruhiges Tempo durchzuführen. Hier oben bleiben. Und wenn es dir gut gelingt und du es schaffst, versuchst du jetzt mal mit dem Stab hinter deinem Kopf vorsichtig nach unten zu wandern. Hier geh bitte nur so weit, wie sich das gut anfühlt. Um Gottes Willen nicht auf die Schultern ablegen im Stab. Es reicht völlig aus, wenn du ungefähr deine Höhe der Ohren, der Nasenspitze erreichst. Dann noch zwei mehr. Und der letzte. Wunderbar. Gut gemacht. In Ordnung. Jetzt haben wir schon die großen Schultergelenke erwärmt. Die Übung ist auch schon mit dabei. Nur noch eine tolle Übung für deine Handgelenke. Du nimmst den Besenstiel in deine Hand. Je höher der Stiel oben rauskommt, umso intensiver, umso anstrengender wird die Übung für dein kleines Handgelenk. Nimm dir also gerne den Stab kürzer oder länger, je nach Bedarf. Aufgabe ist jetzt, aufrechter Stand, Ellbogen ran und dein Handgelenk oder der Stab kippt nach außen. Kontrolliert. Schön ist es, wenn er die horizontale Linie erreicht. Wenn du tiefer kommst, nur zu, vorsichtig. Sollte nicht das Ziel sein, eine 360-Grad-Drehung mit deinem Handgelenk zu schaffen. Aufgepasst. Okay. Wer es kann, umso besser. Ein bewegliches und starkes Gelenk ist immer glücklich. Klar. Da zollt ihm wahrscheinlich das Fahrradfahren bei mir ein wenig den Tribut, dass die Handgelenke stark, aber unbeweglich sind. Umso besser ist genau diese Bewegung. Ja? Und du siehst, bleib aufrecht, Ellenbogen am Rückenbogen dran und nur dein Handgelenk bewegt sich. Okay, wechseln wir die Hand. Vielleicht gibt es ja hier eine Lieblingsseite und die kommt jetzt dran oder vielleicht war es ja auch schon. Lass dich überraschen. Anliegen dran und der Besenstiel nach außen und weg. Sehr gut. Auch hier kannst du wieder in Tempo und Bewegungsreichweite variieren. Ob du das jetzt langsam, kontrolliert oder in bestimmten Bereichen mit verschiedenen Tempo arbeitest, das überlasse ich dir. Für die heutige Einheit genügt das schon sehr ziemlich gut aus. Aber du merkst auch, dass nach 5 bis 10 Wiederholungen auch langsam der Unterarm des Handgelenks beginnen, aktiviert zu werden. Gut. In Ordnung, noch einmal zu der Seite. Wunderbar. Natürlich gibt es auch noch viele andere Übungen, um dein Handgelenk beweglich zu machen, sei es jetzt das Durchdrehen des Stabes, welches mir nicht so gut gelingt mit dem Fahrradfahrhandgelenk. Wir gehen lieber jetzt zu einem anderen Teil, der Teil Partnerübungen mit dem Besenstiel. Nicht falsch verstehen. Bitte die Übung könnt ihr gerne übertragen, alle anderen überlasse ich jedem selber. Okay, du hast deinen Besenstiel, dein Partner, deine Partnerin hat ihren Besenstiel. Ihr greift ihn, das Ende vom Partnerstiel. Verschiedene Varianten auch hier. Es obliegt dir, wieder Tempo, Variante, Geschwindigkeit, Tempo und Belastung zu variieren. Wir fangen mit den leichteren Varianten an. Je nachdem, was dir einfällt. Also dein aktiver Stand, den kennst du schon. Aktiviere den Oberkörper, bleib stolz, dass sie ihn runter zu. Und dann geht's los. Mit der ersten Übung, wir beginnen statisch. Das heißt, Andrea und ich beginnen gleichzeitig unsere gestreckten Arme nach hinten zu ziehen. Wer Skifahrer ist, Langläufer, als ob du dich abstoßen willst mit den Schienen. Ja, wir beide halten hier in dem Fall ungefähr das gleiche Gewicht. Ich bin ganz, ganz verliebt, das wünsche ich mir auch von dir. Und nun kannst du selber schon spüren, oder wir spüren es auch schon nach wenigen Sekunden, dass der Muskel beginnt, sich anders anzufühlen. Er wird besser geblutet, er wird wärmer. Und Variante hier, ein Partner beginnt nun langsam
die Spannung nachzugeben, sodass der andere Partner mit seinen Händen weiter nach hinten kommt. Beide bleiben jedoch immer aktiv. Das kann man dann nur mit an und kehrt das ganze Spiel auch wieder um. Also ich halte noch gegen, so gut ich noch kann, und Andrea baut einfach mehr Spannung auf. Ob man jetzt sagt, wir wechseln nach 5 Sekunden und sagen, ich ziehe schnell hinter, halte ich 3, 2 und dann zieht Andrea wieder. Oder man sagt, man beginnt mit noch längeren Zeiten, mit einer ganz kurzen Zeit, dass man sagt, ich ziehe, du ziehst, ich ziehe, du ziehst. Es ist immer ein guter Moment da, um hier die Belastung mal zu variieren. Gerne eine Pause einlegen, wenn du merkst, die grundlegende Haltung ist schwer zu halten. Okay, dann ist es ganz leicht, gleichzeitig auch. Andere Variante, gleiche Grundlage, nur jetzt im Gegensatz mit dem Arm arbeiten. Beide bauen Spannung auf, Andrea beginnt mit dem rechten Arm zu ziehen. Dann ziehe ich mit meinem rechten Seiten gegenüberliegenden Arm, das ist mein linker, und halte auf der einen Seite zum Beispiel statisch fest, während die andere Seite sich bewegt. Das ist koordinativ nur ausbauen. Allerdings. Oder wir arbeiten gleichzeitig gegengleich. Das heißt, einer zieht. Achso, okay. Es wird beide an sich immer ziehen, aber auf der einen Seite irgendwie mehr als auf der anderen. Und wenn du hier schon merkst, geht mir genauso. Ja? Es ist kein Spaziergang, du musst wirklich sich dabei konzentrieren und du merkst, das geht gut. Intensivere Variante, ihr könnt auch versuchen, mit dem Arm auf Höhe Schulter zu arbeiten. Jetzt ist was. Ja, nein, ich komme auf eine Schulter. Soll er nicht. Genau, selbes Spiel. Stolzer Oberkörper, auch hier sind deine Arme lang. So erreichst du am allerbesten deinen Rumpf. Ja, sobald die Arme anbeugen, wollen, rutschen in irgendwelche komischen Positionen in deinen Langarm. Stolz. Und dann kann Andrea gleich nochmal ihre Kraft aufbauen, die Linie zu ziehen. Das ist dann auch wirklich schon jetzt mit Arm und Seite ein bisschen schwieriger. Egal wie schwer, deine ruhige Atmung, dein gleichmäßiges Tempo ist bei solchen Übungen ganz, ganz wichtig. Okay, ich bin dran. Ja. So ein bisschen nach. Ein bisschen. Und ihr wisst, was Andreas bisschen ist. Alles. Sehr gut. Und auch hier eine tolle Überlegung. Wir haben ja gerade schon gegen gleichzeitig gearbeitet. Aus der Position den Oberkörper zu drehen. Dadurch die Spannung zwischen unseren Schulterblättern zu halten. Fast so viel Spannung wie in unseren Mundwinkeln zum Lächeln. Sehr gut. Okay, wir machen kurz noch eine Pause. Entspann den Schulter-Nackenbereich. Ja, ob du jetzt das Ganze, wie gesagt, mit Tempo variierst, die Arme höher nimmst, Arme tiefer nimmst, statt eines Stabes zum Beispiel mit einem Band, mit einem Handtuch arbeitest, dieses nämlich zwischen dir und deinem Partner straff zu halten, ist bedeutend schwieriger. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die nächste kleine Übung findet jetzt also Bodenlage statt. Es gibt auch noch ganz tolle Übungen in der Bodenlage. Teil 2 des Videos Besenstilltraining. Kurze Rückergänzung zum ersten Teil. Bei der Handgelenkübung außen und innen kippen. Klar, wenn es mit dem Stab zu viel ist, entweder, wie gesagt, du greifst ihn kürzer. Was natürlich mit dem Handtuch nicht geht, ist hier einen Widerstand zu erzeugen. Greif da einfach wieder zu einer PET-Flasche, im kleinen, mittel oder groß, mit dem wieder einem Gewicht, was dir gut gelingt. Ja, das Handtuch bietet einfach nicht diese Statik, die wir brauchen, damit das Gelenk selber beansprucht wird. Gut, nun genug ergänzt. Losgelegt mit dem Besenstilltraining. Wir gehen in die Bauchlage. In der Bauchlage ist es hier für uns heute wichtig, dein Fundament, also deine Beine, kontrolliert aufzustellen. Stell die Füße auf ihre Zehenspitzen, schieb deine Fersen weit raus und lass die Knie ausgestreckt und den Po stets angespannt. Es ist wichtig, dass das Fundament die Kontrolle hat. Okay, erste Übung. Der Besenstiel liegt vor dir. Deine Hände liegen auf dem Besenstiel frei und ruhig, deine Ellenbogen ungefähr im rechten Winkel. Deine Blickrichtung geht nun zum Boden und wir fangen mit der leichten Variante an. Du brauchst nur mit deinen Händen, mit den Unterarmen vom Boden abheben. Leg los. Während du mit den Händen Unterarmen oben lässt, bleib stets kontrolliert und bewusst bei deinem Rumpf. Bauch fest, Po drin, Knie aktiv.
Sehr gut. Kleinen Moment noch durchhalten. Und löse die Spannung, lege die Hände unter Arme ab. Und heb mal den Ellenbogen hoch. Deine Hände bleiben unten, dein Rumpf ist weiterhin kontrolliert. Deine Atmung ruhig und gleichmäßig. Hier merke ich ganz deutlich den Unterschied. Diese Übung ist ein bisschen leichter. Wir halten also noch einen Moment durch. 3, 2 und auch den Ellenbogen noch mal kurz an. Prima. Kombinier mal jetzt miteinander. Heb mal deine Hände, Unterarme und Ellenbogen hoch. Wenn es dir gelingt, die 10 cm vom Boden zu heben, spitzenmäßig, das kann schon vollkommen ausreichen. Denn übertrieben hoch muss es heute nicht kommen. Bleib noch einen Moment hier oben. Denk an deine ruhige, gleichmäßige Atmung. 3, 2 und löse die Spannung, leg die Arme komplett ab. In Ordnung, als Ergänzung für die gleiche Übung, versuch nun den Stab auseinanderzuziehen. Stell dir vor, du hast einen Teleskopstab und kannst ihn länger machen. Je nachdem, wie stark oder weniger stark du ziehst, kann diese Übung enorm intensiv werden. Wir probieren das einfach mal. Wir wollen den Stab auseinanderziehen. Beginn schon mit dem Zug, deine Knie und dein Rumpf ist stabil und dann kommen zunächst mal nur die Hände unter Arm hoch. Du kannst selber entscheiden, wie intensiv du diese Übungen durchführst, lass aber nicht nach beim Ziehen. Versuch den Stab auseinander zu bekommen. Halt durch, für 3, 2 und nur die Hände runter, der Zug bleibt. Geht die Ellbogen. Atme tief und ruhig. Sehr gut. Deine Schultern bleiben kontrolliert. 3, 2 und locker lassen. Zumindest mit den Ellenbogen. Der Zug an der Stange bleibt. Heb jetzt die Hände und Ellenbogen gleichzeitig hoch. Und versuch den Stab länger zu bekommen. Keine Sorge, wenn es zittert, ist das nur ein gutes Zeichen, dass du den Muskel beanspruchst. Das sei denn, du hast gesagt, man hat Muskeln. Ich hoffe, ich habe Hände. Und noch 3, 2 und die Spannung komplett löse. Oh Gott. Gut gemacht. Natürlich auch hier nach oben gibt es keine Grenzen. Das überlasse ich dir. Wenn du überlegst, okay, ich möchte die Beine noch mit dazu trainieren. Klar, streck die Beine aus, heb sie hoch, behalt sie mit in der Luft. Ja? Jetzt gerade Oberkörperschwerpunkt bei uns 2. Ja, andere Variante, eine andere schöne Übung, angelehnt an den ersten Teil aus dem Video im Stand. Partnertraining mit dem Stand. Wir gehen jeweils wieder unsere Griffhälfte rüber zum Partner, zur Partnerin, greifen selber mit vom Partner. Und dann beginnen wir mit der sanften Variante. Das ist die sanfte Variante. Strecken beide Arme, also wir beide jeweils unsere beiden, ihr wisst schon, was ich meine. Versuche die Arme über dem Boden zu halten, deine Spannung im ganzen Körper ist wichtig. Und lass die Schultern tief, ähnlich wie du das schon im Stand hattest. Bauchnabel drin, Schultern ganz tief. Ihr beginnt beide sanft Spannung aufzubauen. An einem gewissen Zeitpunkt beginnt einer der Partner mehr Spannung aufzubringen und den anderen quasi aus seiner Komfortzone. Ja, Spannung bei mir und weniger Spannung bei Andrea. Achso, ein bisschen nachlassen. Ein wenig, ja. Ich habe schon das Rad gezogen. Okay, du bist jetzt nochmal mit 10? Ich kenne das später. Oh ja. Und gerne dann wieder im Wechsel. Das überlasse ich euch, oder wir überlassen es euch, ob ihr sagt, okay, ihr haltet 3 Sekunden, ihr haltet 5 Sekunden jeweils an einem intensiven Punkt. Oder geht auch hier wieder gegen gleich mit den Armen in die Übung. Und sagt, einer zieht, einer schiebt mehr. Sehr gut. Wir gehen in die Anfangsposition, lösen kurz die Spannung. Ja. Auch hier ähnliche Möglichkeiten. Du kannst einarmig arbeiten, runter, vor, rück. Das überlasse ich alles dir. Da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Grundlegend, Schultertraining ist enorm wichtig.
Hader mit sich stolz und beweglich bleiben. Ja, wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Anhaltspunkt wieder mal gegeben, einen neuen Trick, einen neuen Kniff im Training zu finden. Für Anregungen, Anmerkungen sind wir offen. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt stark. Tschüss, bis bald. Tschüss.